Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zu Foundation. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und vielen lieben Dank für eure Namensvorschläge. Ich bin noch nicht sicher, ob mir einer davon gefällt. Aktuell sieht es nicht danach aus, bin ich ehrlich. Hat aber safe nichts damit zu tun, dass mir die Namen nicht gefallen, sondern einfach, weil eben noch dieser, der gewisse Name noch nicht dabei war. Ah, okay, es gibt aktuell keinen Effekt. Gut, ich würde sagen, heute gehen wir einen weiteren Schritt der Produktion. Wir kriegen immer mehr Einwohner. Diese Einwohner wollen natürlich auch was zu tun haben. Wenn wir nämlich jetzt schauen, ich möchte keine Arbeitslosen haben, wisst ihr? Ich möchte einfach wirklich zufriedene Anwohner haben. Und das ist meiner Meinung nach schon ziemlich wichtig, was das angeht. So, wir haben 100 Stein gelagert, sehr gut, 100 Holz gelagert, 8 Werkzeuge, 46 Bretter. Die Produktionsstellen und Zweige funktionieren ja sehr gut. Es läuft alles. Es fehlt Material für den Bau. Was ist das? Stoff? 5 Stoffe fehlen. Stoffe? Kann ich Stoffe einkaufen? Das müssen wir mal kurz nachschauen. Nein. Okay, das ist aber halb so schlimm und halb so tragisch. Wir werden die Stoffe selbst produzieren. Heißt, wir haben ja hier dieses wunderschöne Baugebiet erhalten und das werden wir jetzt auch nutzen. Nämlich erstmal für die Produktion einer neuen Nahrungskette. Weil aktuell fehlt uns einfach noch die Schäferei. Das erfordert eben einen Gemeinder. Ein Gemeiner. Wir können höchstens bei den nächsten Beförderungen darauf achten, dass wir eben einen zumindest befördern, um diesen Zweig zu eröffnen. Ich bin aber erstmal dafür, dass wir den Zweig der Weizenfarm öffnen, weil das fehlt uns ja noch komplett. Das würde ich gerne außerhalb der Stadt tun. Nämlich hier so. Hier. So. Der dürfte nämlich dann sein Feld eigentlich selbstständig auch anlegen oder man muss es selber anlegen. Da bin ich mir nicht gerade zu 100% sicher. Und ja, auf jeden Fall gehört dazu natürlich noch eine Bäckerei. Und noch ganz viele andere Spielereien. So, das bedeutet, wir bräuchten jetzt eigentlich noch Leute, die was tragen können. Deshalb habe ich hier vorne 3 Träger hinzugefügt. Ich glaube nämlich, dass auch Träger Material zum Bauort bringen. Halt, Trägerstufe 1 löschen wir. Der wird noch Baumeister. Ihr habt mir auch Namen in die Kommentare geschrieben. Das werde ich demnächst dann bearbeiten, dass wir auch vollständig sind mit euren Wünschen. Na, wo kommt ihr denn her? Okay, das ist ein ziemlich langer Weg. Ich dachte, hier geht einfach durch den Wald. Oder ist der zu dicht? Bin ich ehrlich, hätte ich nicht gedacht, dass das so krass ist. Ja gut. Halb so schlimm gerade aktuell. So, unser Handel ist noch nicht so effektiv, würde ich sagen, aktuell. Wir haben noch Steine, wir haben noch Bretter, wir haben alles da, aber es ist eben alles ein bisschen schleppend aktuell. Das ist nicht so gut. Ja, die gehen halt hier so einen Weg. Aber hier ist ja auch schon einer lang gegangen. Hier habe ich es gerade noch gesehen. Da sieht man es noch ein bisschen, dass hier schon mal irgendwann einer lang gelatscht ist. So, jetzt wird hier schon mal dran gebaut. Material ist noch nicht vollständig. Aber wir haben ja 2 Baumeister insgesamt. Und diese 2 Baumeister werden das wohl definitiv gelevelt bekommen. Da bin ich felsenfester Überzeugung. 2 Bewohner, sehr gut. Bewohner sind sehr, 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 sehr wichtig aktuell. Wie sieht es in der Kirche aus? Achso, sieht man ja gerade nicht.
Zufriedenheit 100%. Das ist das Wichtigste. Selbst unsere Arbeitslosen sind zufrieden. Was will ich denn mehr? So, wir benötigen noch einen Brunnen. Den würde ich sagen, platzieren wir hier so, oder? Ja. Ah, wir können befördern. Das ist gut. Wir werden unseren Bergarbeiter, nein, unseren Förster werden wir einmal befördern zum Gemeiner. Oder der Zimmerman, ne, Förster. Zack. Und somit haben wir nämlich den Produktionszweig jetzt für die Schneiderei. Sehr gut. Alles gut. Alles optimal. Das war's erstmal. Aktuell leider mit den Beförderungen. Es tut mir sehr leid. Nahrung und Waren. Ja, der Gemeiner, der möchte nämlich edlere Waren zur Verfügung gestellt haben. Okay, es gibt die Käserei, den Milchhof. Machen wir alles. Safe. Wir machen aber jetzt erstmal die Produktion des Brotes, weil natürlich, wenn wir Brot verkaufen können, umso besser. Gut, wir sollten vielleicht ein Gebiet markieren für den Abbau. So. Und dann sollten wir vielleicht aktuell das Abbaugebiet hier entfernen. Das kommt danach wieder, natürlich. Aber ich möchte ja jetzt aktuell einfach nur, dass die uns eine Schneise, einen Weg schlagen, so gesehen. In Richtung Ziel, wo es dann letztendlich hingehen soll. Also wenn jemand nicht über Wasser verfügt, ne, da kann ich nichts für. Der Brunnen ist da, der existiert und jeder kann sich Wasser nehmen. Eine Frechheit zu behaupten, wir hätten ein Wasserproblem. 23 Bewohner. Cool, das freut mich. Und die Leute kaufen ein. Hier sieht man es, schon 63 Goldstücke. Es läuft. Und hier sehen wir auch langsam die Schneise, die gebildet wird. Sehr gut. Endlich. Weil diesen Umweg, den müssen wir uns nicht antun. Das bringt uns vorn und hinten nichts. Es dauert natürlich. Das ist verständlich. Was haben wir denn noch? Deko. Ein Wegweiser. Das sieht schön aus. Den will ich gerne bauen. Der kostet ja auch nur 2 Gold, von daher ist das uninteressant. Ein paar Zierbäume, Pflanzbogen. Da könnte man zum Eingang, so gesehen, der Stadt bauen. So, wir brauchen ein paar Bauern und ein Erntefeld. Ich würde sagen, aktuell reicht dieses Feld vollkommen aus. So, 3 Weizenfarmer haben wir eingestellt. Die müssten eigentlich jetzt bald dann anfangen, das Feld auch korrekt zu bearbeiten. Sicher bin ich mir nicht, deshalb warten wir kurz ab. Zack. Achso, warum läuft ihr denn weg? Achso, sie haben Hunger und Durst, natürlich. Die Schneise entsteht aber langsam, bald ist der Durchbruch geschafft und danach kann man darüber reden, dass man hier mal einen vernünftigen Weg hat. So, dann haben wir für die Produktion brauchen wir natürlich die Windmühle. So. Die Windmühle wird natürlich benötigt. Logischerweise. Wieder ein Bewohner mehr. Sehr gut.
Den können wir dann in Richtung Bäckerei nutzen, weil dort haben wir natürlich aktuell einfach noch ein kleines gewisses Problem. Man muss es ja sagen, wie es ist, ne? Probleme gibt es immer wieder. Ja, nutzen Sie den Weg. Sie nutzen ihn. Herrlich. Die Schneise der Zerstörung hat funktioniert. Finde ich gut. Dann können wir nämlich hier wieder anfangen. So. Alles zu entfernen. So, die Aufforstung soll hier eben nicht stattfinden, weil es Wohngebiet ist letztendlich. Optimal. Ich bin ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert mit der Platzierung der Objekte in diesen Bereichen hier hinten. Und auch, dass wir jetzt wirklich so leicht durchgekommen sind. Muss ich das Erntefeld selbst bauen? Nein. Status der Farm, Ruhephase. Okay, ist noch nicht die Jahreszeit für Weizen, oder? Was ist los? Bin ein bisschen schockiert gerade. Okay. Dann brauchen wir hier hinten auf jeden Fall noch ein Lager. Meiner Meinung nach ist ein Lager relativ wichtig. 100 Stein, 100 Holz, 8 Werkzeuge, 40 Bretter. Okay. So, Material ist komplett angekommen. Wenn wir Glück haben und der jetzt ordentlich losbaut, dann haben wir gleich die Windmühle stehen. Nein, macht er nicht. Warum auch? Ich finde auch total unnötig, dass man vielleicht losbauen könnte. 2 neue Bewohner. Die Einwanderung ist durchschnittlich, weil die Beschäftigung etwas niedriger ist. Ah, jetzt geht's ab, Leute. Guckt euch das an, wie herrlich. Ein Träumchen entsteht. So, wir haben genug Sammler. Wir haben genug Holzfäller. Wir haben, ja, ein Zimmermann fehlt noch, beziehungsweise hier ein Sägemeister. Den können wir noch gebrauchen. Wenn die Windmühle an ist, dann können wir auch alles andere vorbereiten. So, die Holzfäller sind schon sehr fleißig aktuell. Die Windmühle ist gebaut, somit können wir hier 2 Müller hinzufügen. Und hier sieht man auch, wie es aussieht, stellt einmal Mehl aus 3-mal Weizen her. Jetzt dauert es natürlich, bis der Weizen gedeiht, aber wir hatten ja hier beim Zuweisen festgestellt, dass die Fruchtbarkeit sehr hoch ist. Natürlich ist sie sehr hoch, wir hatten eine direkte Wasseranbindung. Keine Ressourcen vorhanden? Ich denke mal, Ressourcen sind genug da, oder? Ah, ich sehe gerade, die Beeren gehen leer. Alles gut. Erstmal wieder gerettet. Komisch, was war ich denn da? Manchmal bin ich kurios, aber egal. Alles in Ordnung. Hier sieht man auch schön alles wachsen. Sehr gut. Die Windmühle hat natürlich jetzt gerade nichts zu tun, logischerweise. Klingt auch irgendwie logisch, ne? So. Und die Bäckerei direkt im Anschluss, wahrscheinlich gegenüber am besten. So. Und dann ganz wichtig natürlich ein Lagerhaus. Für eben diesen Bereich hier. So. Was sagen unsere Finanzen? Aktuell. Förderungen sind verfügbar. Aktuell können wir keine befördern, weil wir einfach nicht genug Geld erwirtschaften. Noch nicht. Wir kümmern uns aber darum.
So, die Jungs hier sind fleißig. Aktuell 28 Einwohner. Das freut mich richtig. Wenn die Bauern, Handwerker hier endlich mal durchkommen, hier hinten die Fläche wegzuroden, dann gibt es auch endlich Vorteile für alle. Das muss man ja auch mal sehen, weil wir haben ja die Problematik, dass wir manchmal einfach nicht vorwärts kommen. Die Beeren wachsen nach, das heißt, eine unendliche Quelle ist geschaffen. Sehr gut, immer frische Beeren da. Können ja mal hier wegen dem Holz schauen. Steine. Einfach mal die Ressourcen ein bisschen im Überblick haben und wo auch Ressourcen hinwandern. Ist ja auch nicht verkehrt zu wissen. Hier wird schon geerntet, sehr gut. Ich bin gespannt, wie viel Weizen es letztendlich ist. Wer braucht denn jetzt hier nochmal Wasser? Der Bäcker braucht Wasser, ne? Stellt 4 Brote aus Eimer Mehl und Eimer Wasser her. Okay. Ne, der Lagerhaustyp. Ja doch, der Lagerhaustyp kann eigentlich Weizen einlagern. Habe ich ganz vergessen. Alles gut. So, einfach mal so, dass man den Überblick hat, wie viel von allem da ist. Sehr gut, wir haben einen weiteren Bewohner bekommen, der kann aktuell hier nicht arbeiten. Ich warte auf die Fertigstellung der Bäckerei. Wenn die Bäckerei nämlich fertiggestellt ist, kann dieser nämlich fleißigerweise dort arbeiten. Dazu werden aber noch 20 Bretter benötigt, was aber auch halb so schlimm ist. Weil Bretter haben wir aktuell echt genug. Holz haben wir auch gut auf Lager. Jetzt nochmal kurz gucken, den Abbau ändern. Aktuell hier nicht abbauen. Wir brauchen nämlich die Wohnfläche da oben, also punktuell definitiv safe. Sich um diesen Bereich hier oben kümmern. Dort wird auch aktuell nicht aufgeforstet, ne? Das ist nur der untere Bereich hier. Das ist in Ordnung. Der Lagerplatz ist voll, ist auch nicht schlimm. Es fehlen Materialien für den Bau, ist auch in Ordnung. Und hier kommt ein weiterer Träger. Zwei sogar. Oh. Einmal für... Ach nee. Haha, das Lagerhaus ist für den Arsch. Scheiße. Ja, komm. Ich habe aus Versehen das falsche Häuschen gebaut. Naja, passiert. Eigentlich müssten wir einen Speicher bauen. Der ist nämlich für die Nahrung zuständig. Das passiert. Habe ich mich vielleicht vertan. Kann ja mal passieren. Ich würde gerne dieses Gebäude priorisieren, dass endlich der Bau und die Produktion auch vorwärts geht. In Ordnung. Ein weiterer Bewohner. Wir haben mittlerweile 30 Bewohner, Leute. Wie gesagt, wir kümmern uns jetzt um das Gebiet hier oben, das Wohngebiet, was da entstehen wird, Schrägstrich entstehen soll. Wenn wir hier einmal einen Holzfäller einsetzen, so, ich würde sagen, so hier,
Dieser Holzfäller wird sich darum kümmern, dass hier alles abgerodet wird. Gut, Nahrung haben wir genug. Kein Zugang zu Komfort. Das ist unser Gemeiner. Unser Gemeiner ist nicht so normal wie alle anderen, sondern eher ein Freund des Speziellen, würde ich sagen. So würde ich es persönlich nennen. So, wir haben bereits 18 Mehl vorproduziert, das ist sehr gut. Das heißt, wir kriegen hier mittlerweile über 72 Brote. Ne? Das ist ja immerhin, ist ja schon mal was. Aber die müssen noch hergestellt werden, das heißt, wir brauchen fleißige Bäckermeister. Was ist hier? Hier fehlt noch... Ah ne, der Arbeitsplatz ist fertig. Sehr gut. Das alles muss weg. So. Das muss letztendlich alles weg, damit wir mehr Bauplatz kriegen. Wir mussten uns ja hier schon durchschlagen, damit wir nicht diesen unmöglichen Weg gehen. Aber leider wächst dieser nicht zu. Ich habe gedacht, wenn man lang genug wartet, wächst dieser zu. Das passiert irgendwie aus einem Grund nicht. Und ich weiß noch nicht, aus welchem Grund nicht. Was mich auch so ein bisschen irritiert, ist die Tatsache, warum wird dieses Projekt nicht zuerst fertiggestellt, wenn da eine Prio drauf ist. Zwei Bäcker. Sehr gut. Leute, wir haben offiziell zwei Bäcker. Haben wir noch Arbeitslose? Nein, ne? Achso, da. Dorfbewohner. Nein. Sehr gut. Jetzt können wir uns auch die Brote, glaube ich, markieren. Genau, sehr gut. Und hier können wir nun... können wir hier nicht irgendwie... Ah ja, genau. Hier bauen wir ein rotes Zelt drüber. Und noch einen Warenstand direkt daneben. Führt Brot, ne? Sehr gut. So, hier soll nun Weizen eingelagert werden, Mehl und Brot. Kann natürlich nur eingelagert werden, wenn wir auch die Möglichkeit haben, es zu transportieren. Das bedeutet, wir brauchen erstmal wieder neue Bewohner. Ah, das ist halb so schlimm. Easy going. Oh, was hätte der denn gerne? Hab ich jetzt erst gesehen. 50 mal Holz. Bitteschön. Was gerne, was er hat. Wir erhöhen unseren Arbeitereinfluss hier ordentlich. So, die Träger tragen wir hier unten ein. Ja, Moment, ich korrigiere. Einer muss weg. So viele Träger brauchen wir dann doch nicht. Ist ein bisschen too much, würde ich sagen. Das ist alles tutti. Und dann wird Brot verkauft. Jetzt fehlt uns wieder der Stoff, ne? Das ärgert mich so sehr. Wir können auch keinen einkaufen. Wir können keine Stoffe einkaufen. Kleidung können wir einkaufen, Kerzen, Honig. Ich meine, hey, tolle Sache.
aber uns fehlt einfach der Stoff. Was ist das für ein Geräusch? Ach so, 15 Minuten sind wieder um, also etwas mehr als 15 Minuten. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Bis dahin bleibt ihr seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski hier zu Foundation.